Unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Kommen Sie, ich muss hier raus! Großadmiral Dönitz wird hocherfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Wie man hört, soll ja das V2-Raketenprogramm bald die große Wende bringen. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Die Morgensteuern werden mich in Millionen verfluchen.